Ich trinke in keiner Öffentlichkeit Bier. Das war nicht der Abend, wo wir beim Extrablatt waren und wir fast rausgeworfen worden sind und du dann noch bezahlen wolltest, aber das hat nicht funktioniert. Der war trotzdem, der Dialog war einfach nur so geil. Die boah, Kellnerin, ich hab auch gedacht, die, boah, Pram, die war halt ey, so super sauer auf uns. Die hat, wir haben halt draußen gesessen, haben ein bisschen was getrunken und gegessen. Wir waren halt relativ, ich glaube, früh, sagen wir jetzt mal da. Die machen ja auch um 12 Uhr oder so dicht. Und irgendwann haben sie uns dann reingeschickt, so, ja, ihr seid zu laut, bla bla. Und irgendwann haben wir halt getrunken und getrunken, mega dicht. Wir waren relativ laut. Und die Kellnerin war mega angepisst von uns, weil wir halt zu laut waren. Und als wir dann bezahlt haben... Da kam Dennis und sagte die ganze Zeit, ja, ich habe eine sechsstellige PIN, weiß ich genau. Und die Kellnerin kam zu kassieren und gibt ja, ihm das Ding und er schiebt die Karte. Was? Wie lange haben wir das bezahlen auch probiert? Lange, oder? Scheiße, wir haben, oder 20 Minuten. Richtig lange, die kam an, hat dir das Gerät gegeben und du nimmst das, weißt du, und dann, also ich muss sagen, ein recht guter Blick da drauf, weißt du, so, ja, tippst du seine Zahl, nee, geht nicht. Und sie dann auch schon so, boah, weißt du, da ging direkt schon das Kinn wieder runter von der Kassiererin. Dann hast du das nochmal probiert. Ich weiß das genau, weißt du, ich glaube, ich kann nicht mehr richtig tippen. Sagst du zu mir, Christian, mach du das für mich? Ich sag, dann musst du aber irgendwie den PIN mitteilen, weißt du? Und er sitzt einfach vor mir und sagt dann einfach so, 45683. Die kennen das. Boah, ja super, das hätte ich dann auch hingekriegt, weißt du, ich tippe das da ein, ja, war wieder falsch. Und Bram daraufhin einfach ganz cool. Die Kennerin mega angepisst, Bram guckt sie so an, ja, dann zahle ich bar.